Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Barlo mit Folge Nummer 30 von Barlo spielt World of Warcraft. Ich bin aufgeregt. Es ist fast Weihnachten. Es ist vor allen Dingen fast Weihnachten auch im Spiel. Denn ich habe hier eine Mission, eine High Maul Raid Mission. Zu erkennen daran immer, dass es eine 645er Item Level Mission ist. 645er Item Level der Follower. Also die müssen 645 haben, um keine Abzüge zu bekommen auf die Wahrscheinlichkeit des Gelingens. In 13 Minuten ist sie fertig und das Coole daran ist, sie ist Mythic. Sie hat 685er Item-Level Gear. Ich bin ganz aufgeregt. Ich laufe jetzt wie das Kind um den Tannenbaum. Ich laufe jetzt ein bisschen durch die Garnison und werde so lange ein paar Kräuter sammeln, bis unten in der Mitte der Bildschirm aufblinkt, dass diese Mission fertig ist. Ich habe es geschafft, die auf 100% zu bekommen. Also sprich, sie wird auf jeden Fall gelingen. Es sei denn, es gibt irgendeinen Rundungsfehler. Und sie hatte gar nicht 100%, sondern 99,7 oder so. Oh Gott, jetzt habe ich mir selber Angst gemacht, dass sie nur 99,7 hat. Nein. Sie wird 100% haben, sie wird funktionieren. Und dann hoffe ich halt, dass irgendetwas an nützlichem Equipment dabei herauskommt. Und so lange sammle ich aufgeregt Kräuter und Erze. Widme mich aber nochmal der Frage, wie kommt man an diese Raid-Mission und wie oft passieren die? Man bekommt die auf jeden Fall sicher, soweit ich weiß, wenn man drei Follower auf. Oh Gott, das ist mein Makro von gestern vom Reputationsfarm. Egal, ist nicht weiter schlimm. Sobald man drei Follower auf Item Level 645 hat, und ich muss gerade. Hey, das war euer Skype. So. Sobald man drei Follower auf Item Level 645 hat, man bekommt sie aber auch unter Umständen schon, wenn man zwei Follower auf 645 hat. Also man kann sie ab da schon bekommen. Soweit ich weiß, bekommt man sie aber in einem anderen Fall sicher. Was ich anschließend gemacht habe, ist alles, was ich an Rüstungs- und Waffenverbesserungen so gefunden habe, aufzuheben bis zur jeweils nächsten Mission, damit ich eine Chance habe, die Follower abzugraden, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, die Mission zu schaffen. Und so hat es halt funktioniert, dass ich jetzt die 100% zusammenbekommen habe. Jede von diesen Missionen hat sechs Eigenschaften, die gekontert werden müssen. Oder sagen wir es so, gekontert werden können, denn ich konnte nur fünf kontern. Bin aber trotzdem auf, wo haben wir es? Auf 100% gekommen. Ach, das kann ich ja erst in der Mine benutzen. Egal, ich mache das einmal kurz fertig. So, hier kommen neue Arbeitsaufträge rein und ich habe vor allen Dingen auch die Arbeitsaufträge vergessen. Oh, ein legendäres Steinchen bekommen. Kommt gelegentlich vor, genau 75 von 125 habe ich jetzt. Habe ich die Arbeitsaufträge beim Dings gemacht? Egal, ich reite nochmal kurz zurück und schaue, ob ich da die Arbeitsaufträge gemacht habe. Ja, ihr seht hier unten so eine Anzeige, Blood Sail Buccaneers 10%. Die habe ich gestern gefarmt. Beziehungsweise den Ruf habe ich gestern gefarmt. Den Titel habe ich schon mal und die Piratenklamotten in Booty Bay, Beutebucht geht das. Du musst dich halt bei Beutebucht auf feindlich stellen und dann dort die Wachen umhauen. Was nicht so ganz ultra trivial ist, möchte ich meinen, weil die gut zuhauen und sehr schnell respawnen. Und das natürlich auch noch ein PvP-Gebiet ist. Und es gut mal passieren kann, dass irgendjemand sich entscheidet, och, da hat gerade jemand drei Wachen am Arsch, bester Zeitpunkt, einen Kampf anzufangen. So wie das in WoW das Verständnis der Leute von Open PvP ist. Sprich, ich greife jemanden dann an, wenn ich glaube, dass ich ohne Gefahr für das eigene Leben ihn sicher ganken kann. Glücklicherweise überschätzen sich dabei manche Leute selbst und kriegen dann trotzdem auf die Nase. Wie kommt man an die Mythic-Mission? Fragt ihr euch möglicherweise. Und ich kann das immer nur unter Vorbehalt sagen, weil ich noch bisher jetzt kein, was weiß ich, Blue Post oder so gelesen hätte, das eindeutig gesagt hätte, dass das 100% richtig ist. Aber die Informationen, die ich soweit habe, sind, um Mythic-Missionen freizuschalten, muss man 15 Boss-Kills auf der Schwierigkeit darunter haben, sprich Heroic.
Es kann mehrfach derselbe Boss auch innerhalb derselben ID sein. Also man muss nicht 15 Mal bislang, vielleicht ändern sie das, sehr wahrscheinlich ändern sie das sogar, also ich würde es ändern. Man muss nicht 15 Mal lootberechtigt gewesen sein und man muss nicht den Endboss 15 Mal gekillt haben. Oder was, ja, 15 Mal wäre auch ein bisschen lang, aber die Kills müssen nicht den Endboss beinhalten. Einfach nur 15 Bosse gekillt. Das heißt, es müsste eigentlich funktionieren. Target Bladefist, der wird ja mittlerweile sehr häufig in Random-Gruppen gemacht. 15 Mal umzuhauen innerhalb derselben Woche oder am selben Tag, um damit Mythic Raid-Missionen für Highmaul freizuschalten. Das Freischalten bezieht sich allerdings auf den Zeitpunkt, wo die Mission generiert wird. Wenn ihr also schon eine Mission habt, die in eurem Log steht, wird die nicht aufgewertet. Das sollte klar sein. Questbelohnungen ändern sich ja auch nicht im Laufe der Quest. Ja, sprich, ihr könntet das mal versuchen. Für den Fall, dass ihr noch nicht, was bestimmt bei vielen von euch zutrifft, noch nicht so intensiv Heroic geradet habt, dass ihr da auf 15 Kills kommt. Ihr könntet das mal versuchen, ob ihr die zusammenbekommt, indem ihr einfach nochmal mit dem entsprechenden Charakter bestimmte Bosse killt in einer Gruppe. Vielleicht gibt es sogar Gruppen, die 15 Mal Kagat in Folge umhauen jetzt in Zukunft. Das weiß ich nicht. Das ist mein Stand der Information. Herauskommt 685er Equipment, random. Also ich weiß nicht, welches Equipment es geben wird. Ich weiß auch nicht, ob es da wiederum, auch da gab es Postings und Theorien, dass man nur Loot von Bossen bekommen kann, die man auch umgehauen hat. Und dann halt, na, das muss ja dann irgendwie eine Stufe höher sein. Ich weiß aber überhaupt nicht, ob das stimmt, ob da überhaupt irgendwas dran ist. Oder ob es einfach Loot von allen Bossen sein kann. Da hast du dich versteckt, du kleines Erz. Mein Erzchen. So. Habe ich dieses Ding nicht gerade gelootet oder habe ich nur wieder von irgendwas zu viel im Inventar? Macht mich auch eigentlich wahnsinnig. Achso, ich habe zu viel von dem Kaffee im Inventar. Und habe den natürlich eben gar nicht benutzt. Und bin deswegen gar nicht schneller. Deswegen benutze ich jetzt noch meinen Kaffee. Und das Ding hier. Und kann mir direkt einen neuen Kaffee holen. Wunderbar. So, was habe ich noch vergessen? Da sind noch ein bisschen Erze. Also ich glaube, je nach Server dürften die Erzpreise bei euch vermutlich auch ziemlich katastrophal sein. Die Mine als Möglichkeit, Gold zu machen, ist eher mäßig geeignet. Liegt halt auch daran, dass sie einfach schlicht und ergreifend jeder hat und man sie dann irgendwann auch mal abgegradet hat auf Stufe 2 oder 3. Und damit alle Welt Erze hat. Ja, ich muss mir jetzt überlegen, ob ich hier bei meinen Blood Sail Buccaneers noch auf die höchste Rufstufe farmen soll. Das wären noch 19.000 Ruf, die ich farmen muss. Eine Wache gibt 25 Ruf. Warum ich mich das frage, ist, wenn ich diese Fraktion farme, senke ich im Verlaufe des Farmens unwiderruflich Gadgetzahn, Booty Bay, Ratchet und noch eine, dritte, vierte habe ich vergessen. Die auf jeden Fall senke ich unwiderruflich auf null, wenn ich das auf Maximum farme. Gerade wenn ich die Standarte benutze, das ist übrigens ganz lustig, die erhöht die Rufgewinne um 15%. Die Rufgewinne von Gildenmitgliedern erhöht sie um 15%. Was dort nicht steht, was sie aber auch tut, ist die Rufverluste von Gildenmitgliedern um 15% zu erhöhen. Das heißt, wenn ich das Ding benutze, um schneller Ruf zu gewinnen, verliere ich auch gleichzeitig schneller Ruf. Was habe ich hier? Soulbound-Zeug, das kann ich alles verkaufen, das kriege ich sowieso nirgends sonst verkauft. Das sind alles Quest-Items, die ich gestern im Rahmen einer Quest-Reihe gemacht habe, um anschließend farmen zu können, um anschließend Ruf farmen zu können. Nur um dann festzustellen, dass das eigentlich gar keine gute Idee war, das zu farmen. Denn damit kommt man in ein Phasing, in dem Booty Bay nur Level 30 oder 35 oder so ist und in Booty Bay keine hochleveligen Wachen rumrennen. Das ist zwar dann gut, wenn man schlecht equipped ist und lieber Low-Level-Wachen umhauen möchte, ist aber blöd, wenn man wie ich relativ gut equipped ist und eigentlich schneller farmen kann, wenn man High-Level-Wachen umhaut. Was war das? Ach so, dieser komische Helm.
So. Ach, hier kann ich noch einen Gegenstand hier. Oh, ups. Da macht es doch Sinn, bevor ich den verkaufe, den einmal herzustellen und ihn dann zu verkaufen, weil es mehr Gold gibt. So. Jetzt kurz verkaufen. Gibt es wirklich mehr Gold? Ja, doch. 29 Gold. Vendor Sell Preis. Habe ich hier wieder irgendwelchen Schrott dabei, den ich im AHA sowieso nicht vertickt bekomme und auch nicht disenchanten kann, weil ich das nicht habe? Ja, eine Menge sogar. Alles, was hier wertlos ist, kommt direkt zum Vendor. Es ist halt unglaublich teuer, diese grünen Sachen reinzustellen. Auf Dauer halt, weil die sich halt extrem schnell verkaufen. Entschuldigung, extrem langsam, extrem schlecht verkaufen. So, dann gucken wir noch in unserer Kiste, die wir haben. Ich bin so aufgeregt. Dich brauche ich gerade nicht, dich brauche ich. Eine Minute. Oh. Bitte etwas Nützliches, bitte etwas Nützliches. Ah, Requires Salvage Yard. Noch einen Schritt weiter reingehen, damit ich das Ding aufmachen kann. Das macht mich auch wahnsinnig. So. So. Die Mission wird gleich fertig sein. Ich kann ja mal kurz gucken, was mir denn so an Gegenständen fehlt, wo ich denn den niedrigsten Item-Level trage. Kopf 665, 655 bei, was ist das, Schultern? 660 Armschienen, 70 Waffe, 55 Handschuhe, 55 Schuhe, die Ringe sind relativ hoch. Ich würde mal sagen, wenn ich es mir wünschen dürfte, würde ich eines von den Items nehmen, wo ich 655 trage, alternativ, also richtig toll wäre ein Trinket. Die Scales of Doom gerne. In Heroic, nicht in Heroic, in Mythic Warforged, wenn ich darum bitten dürfte. Ich bin aufgeregt, es ist gleich soweit. Das Gute ist, ich trage im Moment sowieso noch nichts an 685er Gear. Es wird also auf jeden Fall ein Upgrade sein. Nehme ich an. 29 Sekunden noch. Valo, falls du es nicht wusstest, den Ton machst du vermutlich mit Image-Steuerung S bzw. Steuerung M die Musik aus. Ja, das ist richtig. Ich mache das sogar tatsächlich meistens für die Videos an. Ich mache nur den Ton oft aus, den normalen Ingame-Ton, wenn ich im Auktionshaus stehe, weil dort halt immer Mopeds stehen. 3 Sekunden noch. So. Ich drücke auf Fertig. Erfolgt. Und... wo ist denn das hier? Cache of Highmall Treasures. Hier. What give it? It give it nicht. Alles richtig gemacht, Herr Barlow. Da sage ich noch, Scales of Doom auf 685 wäre schön. Natürlich wäre es auch nett gewesen, das Ganze in Heroic Warforged zu bekommen. Aber wir wollen ja mal nicht zu anspruchsvoll sein. Alles richtig gemacht, Herr Barlow. Ich weiß, ich kriege jede Menge du Drecksack Kommentare jetzt. Aber das macht mir nichts aus. Ich wünsche euch in diesem Sinne einen schönen Tag. Ich glaube, morgen wird es auf jeden Fall nochmal ein aktuelles und frisches Video geben. Eventuell mache ich auch nochmal einen Stream vom 23. auf den 24. Und wünsche aber allen anderen, die jetzt irgendwo unterwegs sind und die weiteren Videos jetzt erstmal nicht gucken können, bis zum nächsten Jahr oder was weiß ich, bis wann, schon mal ein frohes Fest und einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr hören. Und sage ansonsten bis morgen, euer Onkel Barlow.